Die Bundeswehr bekommt eine Impfpflicht. Das heißt, alle Dienstangehörigen müssen sich impfen lassen. Das ist mittlerweile beschlossen worden. Ich kann dir noch nicht genau sagen, ab wann die in Kraft tritt. Ich sage dir in diesem Video erstens, ob die aus meiner Sicht wirksam wäre, wenn sie denn, also sie kommt, ja, ob sie denn wirksam ist und wie man sich dagegen gegebenenfalls wehren könnte, was dann passieren wird, wenn diese Impfpflicht kommt. Und ganz wichtig, am Ende sage ich dir auch nochmal, was bedeutet das für eine allgemeine Impfpflicht bzw. für eine Impfpflicht für besondere Personengruppen. Zunächst einmal, die Bundeswehrsoldaten unterliegen einem sehr, sehr strengeren, viel strengeren Regime. Auch die Einschränkung der Freiheitsrechte, wenn du zur Truppe gehst, ist wesentlich größer und stärker möglich als außerhalb der Bundeswehr. Ich persönlich übernehme solche Mandate nicht. Nochmal ganz wichtig gesagt, bitte nicht an uns wenden deswegen. Ich bin auf Kündigungsschutz spezialisiert, ich mache Arbeitsrecht. Und hier solltet ihr an einen Anwalt, der sich wirklich mit Soldatenrecht auskennt. Ich mache nicht gern Dinge, wo ich nicht 100% Bescheid weiß. Ja, bin so immer 120%. Ich weiß lieber alles, bevor ich irgendwas mache. Und trotzdem hier dieses Video mit meiner Prognose. Die traue ich mir zu. Also es gibt Entscheidungen vom Bundesverwaltungsgericht zu Impfungen. Bei der Bundeswehr spielte Tetanus und Gelbfieber, soweit ich weiß, eine Rolle. Und die Hürde ist hier nicht so hoch wie bei der Impfpflicht für besondere Personengruppen und erst recht nicht so hoch wie bei einer allgemeinen Impfpflicht. Ja, also du kannst nicht annehmen, dass du bei der Bundeswehr in dem Maße in deinen Freiheitsrechten unbeeinträchtigt bleibst wie außerhalb der Truppe. Ja, das ist jedem klar. Also wollen wir jetzt nicht ausführen. Ich glaube, das ist jedem, grundsätzlich ist das jedem klar. So, das heißt, wenn du dich jetzt in dem Moment, wo die Impfpflicht besteht, nicht impfen lässt, dann da muss sich eine Übergangszeit, also man kann ja nicht mehr verlangen, als dass du dich quasi dann sofort impfen lässt und gucken, ob dann auch sofort eine Impfung da ist. Und dann ist natürlich, bist du ja noch nicht sofort geschützt. Also das wird alles kein Problem, da musst du keine Panik haben, da muss es eine Übergangszeit geben. Wenn du dich allerdings nicht impfen lässt, sobald das dann in Kraft ist, dann musst du mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen. Gegen diese disziplinarischen Maßnahmen kannst du dich grundsätzlich wehren. Nicht mit unserer Hilfe, aber da gibt es genug Anwälte, die das professionell machen, kannst dich dagegen wehren. Meine Prognose ist, dass das Ganze nicht funktionieren wird. Du wirst wahrscheinlich verlieren, weil die Truppe eben große Probleme hat, weil so viele nicht geimpft sind und hier eine, ja, ich glaube, Dienstgefährdung, wie immer man die das nennen. Also das ist existenziell sozusagen für die Aufgaben der Truppe und dementsprechend werden die Gerichte mit hoher Wahrscheinlichkeit das absegnen. Man hat zwar keine jahrelange Erfahrung mit dem Impfstoff, aber es gibt genügend Gutachten. Es gibt auch andere Gutachten, klar, und auch andere Sachverständige, aber es gibt genügend Sachverständige, die sagen, besteht keine ernstzunehmende Gefahr und es gibt im Moment eine ganz dramatische Gefahrenlage und das in Kombination wird den Verwaltungsgerichten meiner Prognose nach reichen, sodass du davon ausgehen musst, dass diese Impfpflicht zumindest für eine vorübergehende Zeit, zumindest für eine Zeit der dramatischen Situation und bis eventuell belastbare anderweitige Informationen zu eventuell negativen Folgen oder eventuell Nutzlosigkeit der Impfung ans Tageslicht kommen, wenn das kommt, ja, gehe ich nicht davon aus, aber könnte ja sein. Bis dahin würde so eine Impfpflicht Stand heute, Stand 24.11.2021 aus meiner Sicht für Soldaten der Bundeswehr möglich rechtmäßig sein. Gleiches würde ich denken derzeit auch für Angehörige der Gesundheits- und Pflegeberufe. Auch da wird man sagen, ja Leute, ihr habt euch halt für einen Beruf entschieden, in dem eine höhere Gefahrenlage ist und in dem Sinne kann auch der Rechtsstaat von euch sozusagen eine größere Belastung eurer individuellen Freiheit erwarten, also eine entsprechende Hinnahme. Also diese Impfpflicht für Teile der Bevölkerung, die in besonders gefährdeten Bereichen Gesundheit, Pflege und so weiter arbeiten, würde ich im Moment auch als durchaus nah, also Pläne gibt es ja auch, ich weiß gar nicht, wie weit die Umsetzung ist, ob ja, Stand 24.11., ob die vielleicht schon da ist, ich habe noch gar nicht Nachrichten geguckt, also hier die Internet geguckt, ja, ich bin von einer Beratung in die nächste hier heute zu 3G, aber auch, wie gesagt, ich gehe davon aus, wenn die kommt, auch, dass die auch halten wird, ja, nicht ganz so 100% sicher wie die Impfpflicht im Soldatenbereich. Also Restzweifel bleiben auch da, aber überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass die hält.
Eine allgemeine Impfpflicht außerhalb von Kindern halte ich auch selbst die Stand heute bei dieser Entwicklung, Stand heute der Erkenntnisse, sogar die halte ich nicht für undenkbar. Ich halte sie nicht für undenkbar, dass sie kommt mittlerweile. Ihr wisst, dass ich da immer gesagt habe, das geht nicht. Aber wir haben halt eben jetzt auch eine andere Gefahrenlage und es spielt übrigens keine Rolle, inwieweit und das und ob und mit welcher Begründung hier die Regierung das mit selbst verursacht hat oder was anders hätte machen können. Das spielt alles keine Rolle. Es geht um die jetzige Situation und da muss die Regierung handeln. Und es ist nicht so, dass die Regierung hier die Frage ist nur, ob sie handeln darf. Es wird ja oft gesagt, auch von mir, ne, wenn ich das Handeln überprüfe hier für euch, dann sage ich ja oft, haben die das richtig gemacht oder nicht? Ist das rechtmäßig oder nicht? Durften die das machen? Ihr dürft aber nie vergessen, das sage ich nicht jedes Mal dazu, aber angesichts einer Gefahrenlage muss eine Regierung handeln. Ja, also die ist, wenn ich sage, die ist für alle da und immer sage, sie ist auch für die Impfgegner da, die Regierung, die ist aber auch für die Impfbefürworter da und für die, die sich haben impfen lassen. Und wenn wir gesamtgesellschaftlich eine Gefahrenlage haben und es Sachverständige gibt, die sagen, ja, die kann man bekämpfen nur durch Lockdown, durch allgemeine Impfpflicht und so weiter. Spätestens wenn wir eine Triage haben, haben wir diese Maßnahmen. Das ist ohne Zweifel. Da geht es nicht darum, ob dir das gefällt, ob mir das gefällt, sondern wir haben die. Und dann kannst du dagegen im Eilverfahren vorgehen und da wirst du in einer Triage-Situation überhaupt keinen Erfolg mit haben. Du wirst vor Gericht verlieren. Und ob dann später, was dann später mal die Gerichte sagen, wenn alles vorbei ist, das ist dann eine andere Frage. Aber das hilft dir in dieser Situation dann nicht.